Zap, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu TTT, Trouble in Terrorist Town mit dem lieben Merp, Oher, Damien, dem Jo und dem Schei natürlich. Guck, hallo. So sieht's aus. Ja, der Reis ist auch echt nur Scheißwaffen. Nö, also ich habe eine Farmer. Ach, das ist ja die Map, wo man hier was kaputt macht. Ja, das ist die Zelda-Map und ich mag die, weil im Hintergrund läuft Musik. Und Zelda? Also ja, am Ende kriegst du noch einen Copyright-Strike. Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall lustig. Ja, Vanuri nimmt ja auf. So, dann ja, ist so schön Zelda gut. Ist von Nintendo. Nintendo. Ja, ja. Schon Ärger kriegen. Und mein Fake-Coin war auch schön, ne? Mein Fake-Tod. Naja, also das ganz im Ernst. Was war das denn für ein dummer Spruch, ey? Weißt du? Oh, Herr, was? Das ist übrigens der größte Fail. Schei weiß noch, wo wir zum ersten Mal allein auf der Map waren. Und meine Frage, kann man sich an diesen komischen Blumen heilen? Weil die Dinger sehen halt so aus, als ob das so Lebenspunkte-Dinger wären. Warum fall ich eigentlich immer irgendwo runter? Hallihallo, ja. Damien. Hallo. Hallo, hallo. Baumstumpf springen. Oh, 6 Schaden, nice. Baumstumpf springen ist besser als Pfahlhocken, ne? Wer ist hier? Ja, hi, ja. Oher. Rechts von dir ist übrigens der Damien. Wow! Hey, wer war das? What the hell? Wer war das? Das kam. Warte mal. Ich bin schwer verletzt. Das kam von da oben, irgendwo am Spawn. Das kam vom Spawn auf jeden Fall. Ich hab's nur Richtung Mörb gesehen. Ich werd beschossen. Ja, aber woher, aus welcher Richtung kam's geflogen? Na, es kam von da hinten, wo ich hinziele irgendwo. Lucian, ich glaube Lucian ist es. Okay. Der sagt nichts irgendwie. Das ist, entweder er ist tot oder Also entweder ist es dann Vanuri oder ist es Schei. Mörb, wo bist du? Seid ihr alle hinter mir? Ich bin immer noch hinter Damien, ja. Schei schießt auf mich. Von ja, wo denn? Lucian ist es, auf jeden Fall. Von wo denn? Bei den Bäumen, keine Ahnung. Hier sind überall Bäume. Ja, oder Jo ist es. Hier liegt Vanuri. Nee, es kann nur Lucian sein. Wo ist denn der? Und der ist innocent. Und ist durch einen Headshot gestorben. Kann man da noch mehr sehen? Da ist die Flut. Oh, scheiße! Dings ist gestorben. Wer war's? Möp ist oben auf dem Dach gestorben. Geh nicht auf dem Dach. Woher? Geh nicht aufs Dach. Da kann Lucian hinschießen. Der unsichtbar? Oh, er ist hier rechts. Oh, Schei, du Hund! Das ist eine Sau, der Typ. Wie bist du jetzt da hochgekommen? Naja, du Maschine. Ja, das war jetzt... Boah. Vor allen Dingen, danke, dass du mich als erstes weggeknallt hast. Ja, du standest da so schön auf dem Dach, hab mir die Gauss gekauft, dich erstmal weggehauen. Das hab ich gemerkt. Ja, du standest da so schön. Eieieiei. Und dann mit der Gauss erstmal die Menge gefeuert und niemand hat zuerst gewusst, wer es war. Ah ja, ich hab schon mal eine gute Waffe, die Galli. Galil! Dann habe ich euch alle weggeaimt. Aber was war das für ein Beamer? War das eine Bombe oder war das ein Schuss? Also das war die Gauss. Okay. Boah, da habe ich aber Glück, dass ich es überlebt hatte, ne? Mhm. Ja, die Gauss hat halt nur... Das Problem an der Gauss ist, die hat nur 2 Schuss und braucht so lange zum Nachladen. Da ist nur Scheiße drin, ey. Da musst du immer schauen, dass du nicht entdeckt wirst, wenn du nachlädst. Ja, die Pötte könnten echt mal was... Oh, das sieht doch nice aus. Guck mal hier, eine Schrotflinte. Vielen Dank. Vor allem bester Move auch, Vanuri nimmt auf, ich tritt ihn direkt am Anfang. Ja, also das war das Beste überhaupt, ey. Du musst aber schon warten, bis die Anmoderation durch ist, ne? Ja, so lange musst du wenigstens noch warten. 10 Sekunden später. Ja, weißt du, wenn der schon so schön da oben alleine abgeschottet steht. Was ist das? Ja, ich war da gerade eben bei dir. Jetzt bin ich bei O'Hare. Dich habe ich mit der AWP weggesnackt. Kurz mal. Soll ich mich jetzt besser fühlen dadurch? Ja, natürlich. Ein ehrenvoller Tod. Du wurdest vom Quickscoper persönlich getötet. Schei, Damien kann ja auch nicht wie ich. Damien. Hallo, Damien. Hallo.
Kann ich eigentlich mit dem Briefkasten irgendwas machen? Hey, wer schießt den? Damien hat die beste Waffe, die MP5 Navy Seal. Damien, machen wir Waffentausch. Okay. Wo bist du? Das ist auch noch O'Hare. Uiuiui. Ist das hier eigentlich jugendfrei, was hier rumgesprayt wird? Das geht ja, das ist jugendfrei. Ja. Scheiße. Also das einzige Bild, das nicht jugendfrei ist, ist das hier. Das ist jugendfrei, was... Ja, ist deins ist nicht jugendfrei. Mensch, hallo, arme kleine Kittens, die von Pistolen bedroht werden. Da sieht man, die Katzenklöten. Scheiß Katzen. Ja. Damien, die Designs von dir gefallen mir aber, diese... Was macht woher hier? Der guckt schon komisch. Der Jo ist hier schon wieder mit dem Scharfschützengewehr und sich absondern. Ich hab mich nicht abgesondert, ich stehe quasi vor euch. Kannst du Zielbogen mitmachen? Also ich bin diesmal bei euch, weil normalerweise bin ich ein bisschen weg. Ich bin bei O'Hare. Ich mach mal wieder das einzig Sinnige, ich teile mich selbst auf. Oh, Mitose! Mitose ist ein super Plan. Mitose? Gut, dann haben wir zwei. Baum. Hallo, das ist ein Trade-Item, Mitose, hallo. Mitose ist ein Trade-Item. Dann ist er nämlich zwei. Diese Musik macht einen aggressiv, so, weißt du, so ein paar Jo ist auf dem Dach und beobachtet mich. Da will man so ein bisschen schießen, ne? Jo ist neben dem Dach und beobachtet mich. Ja, ja. So, ich bin jetzt einmal quer durchgelaufen, ich habe hier den Damien gefunden und Scheiß irgendwie hinter mir. Jetzt fühle ich mich wohler, weil O'Hare da ist. Ja, Schei, du hast mich schon mal umgebracht, einfach so. Ich glaube, Jo ist es. Ich bleibe jetzt mal an Jo dran, ich trau dem nicht. Ich trau Merp nicht, ich bleib aber am Wandel. Der hat schon wieder... Nee, ich werde nicht auf ihn schießen, solange er nicht auf mich schießt. Ich habe einfach nur so ein Gefühl bei Jo, weil Jo verhält sich schon wieder so auffällig. Er redet wenig aus, man spricht ihn an. Jo, hallo. Ist das wahr? Redest du etwa wenig? Nein. Dann rede. Nein. Genau, rede, rechtfertige dich. Sag uns alles, was du weißt. Ich weiß ja, wir können auch einen Kreis machen und dich alle mit der Crowbar schlagen. Dann kannst du dich wirklich misshandeln. Ich würde auf jeden Fall dann eine entsprechende Waffe benutzen. Schon vom nächsten verfolgt. Ich klatsch dir eins mit meinem Magnetostick-Map in die Klöten. in die Klöten. Komm, warte mal, nimm mir die Katzenklöten, das ist besser. Hey, jetzt geht's ja aber los, ey. Schei, was für eine Waffe hast du überhaupt? Hä? MP5 Navy. Geilste. Die finde ich auch ziemlich geil, die war auch in Counter-Strike geil. Hallo, Jo. Richtig geil. Hallo, hey, woher? Wo bist du denn eigentlich? Aber vorne habe ich kann bitte mal jemand die Dings aktivieren, die Pfeife? Die Ocarina. Ja, genau. Das war beim letzten Mal so geil, ne? Weil die Ocarina kann nämlich nur der Traitor aktivieren. Und das letzte Mal hat der Jo die einfach angemacht und wir wussten so, also Shai und ich wussten sofort, dass das, also dass das nur Jo gewesen sein konnte, weil O'Hare war neu drauf, der wusste das noch nicht. Überhaupt gar nicht. Und ich war der Einzige neben Shai, der das wusste, aber Shai war schon umgelegt worden, also wusste ich, dass Jo es war. Der Beste war immer noch O'Hare. Was haben eigentlich diese roten Hände zu bedeuten? Ja! Das ist das Beste gewesen. Aber beim Testen. Da schießt jemand. Ja, O'Hare ist es. Fuck! Von wo? Immerhin gleich gerecht worden, schön. ich finde die Karte zu offen, du kannst relativ schlecht. Fuck, lol. Du wurdest gesniped. Ich hatte Glück, dass ich dich gesehen habe da, weil ich wäre fast an euch vorbeigelaufen. Ich habe halt die ganze Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, einzeln an jemanden ranzukommen, aber das Problem ist einfach. Das ist halt echt schwierig hier. Mhm. Ja, hier auf der Map bin ich eben. Ich bin ja in der ersten Runde auf Sniper-Taktik gegangen und du musst halt auch ein bisschen Glück haben, dass sich die richtigen dummen Leute absondern. Und dann. Die richtigen dummen Leute. Alter! Ja, danke! Achso! In dem Fall. In dem Fall ich. Neo war ja auch allein. Ich bin immer allein. Und am Schluss war ja. Deswegen laufe ich jetzt hinter die Helio. Wo ich alle umgebracht habe. Warum hast du dich von allen abgesondert, woher ich alle umgebracht habe? Was haltet ihr von der neuen Tapete? Was? Ja, war ja nur ein Witz. Scherz. Zumindest weiß ich schon mal, dass ich nicht mehr alleine irgendwo im Offenen rumstehen muss. Ja, kommst du mit mir, Erbanon? Was? Ja. Gehen wir zusammen. Gehen wir einkaufen. In den Wald. Ja. In den Wald. Mit Shopping. Was? Achso. Gut. Gehen wir baden, komm.
Wer wirft denn da Granaten? Das Wasser. Gehen wir nackt baden. Hui. Oh. Ui. Ah, meine Augen. Oh, no, ui. Wow. Ui. Oh, so geil. Oh, jo. Ihr seid jetzt schon ein bisschen sick drauf, ne? Jo, schleck. Oh Gott. Ich kann komplett runterschwimmen. Die größte Schwierigkeit in diesem Spiel sind Leitern. Das werde ich jetzt ausprobieren. Bei uns ist übrigens Jo. Nein, hör drauf. Nein! Ich ertrink dich nicht. Es gibt so viele, wo es sich lohnt zu leben. Zum Beispiel, um Traitor getötet zu werden. Ja, wow, danke, Schei, Mensch. Hey, dafür kriegst du. Dafür, das nächste Mal, wenn ich Traitor bin, bist du der Erste, der drauf geht. Ja, dann. Ja, du bist ja jetzt Traitor. Ja, deswegen gehst du jetzt auch drauf. Komm, ich schieß dir einmal in den Fuß mit der Pistole. Du darfst mir auch einmal, okay? Ich schieß dir einmal in den Fuß. Einmal. Jeder mit der Pistole. Der große oder der kleine Zeh? Du darfst zuerst, der große Zeh. Mit der Pistole. Einmal in den Fuß. Ich hab die Diegel. Ja, dann nimm die Diegel weg und nimm die Pistole. Du willst nur die Diegel haben. Ich geb sie dir wieder. Ha! Da. Ihr seid schon selten schräg, ne? Pass auf bei mir. Ah! Scheiße, scheiße. Wisst ihr was, ich lege euch beide um. Wenn du Traitor bist, wenn der Merp Traitor ist, dann kann er das gerne machen. Versuch das mal. Das war kein Random Kill, das war jo, alles rennt da hinten allein durch die Gegend. Ja, Merp ist hinter mir, Merp ist mit einer Schrotflinte hinter mir. Ja, oh, ja, eine Schrotflinte. Was war das? Ich hab, ich hab hier einen Jo, einen O'Hare und irgendwo war noch der Damien unterwegs. Damien ist es. Warum ich? Warum ich? Ich hab deine Stimme. Ich hör's. Ja, alles. Traitor-Stimme. Ja, ich hab die Traitor-Stimme activated hier. Traitor-Item, Traitor-Stimme. Warum ist O'Hare schon wieder so still? Ich hab immer das Gefühl, wenn O'Hare besonders still ist, ist er Traitor. Ja, da muss er mal überlegen, welche. Ja, der war beim letzten Mal auch still. Also da muss er sich so eine Strategie. Wirklich. Ja, tötet ihn mal am Anfang, dann ist er immer still. Ja, guck mal, ich stehe auch hier. Geht nicht. So eine Scheiße, geht nicht. Ja, das glaube ich dir sofort. Das kann man immer sagen. Und das glaube ich dir sofort, weil ich hab's gerade auch gemacht und draufgehämmert und nichts ist passiert. Traitor, ne? Aktivier es, dann sieht's so aus, als wär's ich gewesen. Kann man das aus der Ferne machen? Ja, klar. Aber nicht von der ganzen Map, aber aus so 10 Meter. Oh Mann. Was ist denn das? Komm, mach's, trau dich. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Geil. Oh. Lieber Damien, warum kommst du auf den Sniperplatz mit mir? Ja, du weißt dann was aus. Meiner das Glock. Ist geil. Mit deiner Glock. Und was war das andere da? Das sah ziemlich. Nach einer Traitor-Sniper eine aus. Warum hast du eine Sniper? Also, wenn der Damien mal so eine Schildkröte in der Hand hat, dann leg ihn um. Ja, mach mal was, Trader. Es ist hier ein bisschen eintönig gerade. Ja, weil das die Schildkrötenbombe ist. Die Turtlebomb. Die schlagen sich da oben, Damien hat gerade Dings weggehauen. Warum ich? Ja, du hast gerade. Ich hab das gesehen vor beitem. Ach, wer war das? Warum bin ich immer der Erste, der gekillt wird? Ich weiß vorher nicht, ob die. Ich wusste, war mir mit der Schildkröte nicht sicher. Scheiße, er hat's gesehen. Ich hab das gesehen, natürlich hab ich's gesehen. Ach so, ich hab auch gesehen, dass du diese riesen Granate geworfen hast. Alter, der hat ja alles gesehen. Hat die Granate mich getroffen? Keine Ahnung. Weil ich wurde gerade voll in die Luft geschleudert. Wenn jemand eine super riesige Granate wirft, ist das die Super Disco. Nee, das ist eine normale Granate, das ist normal. Nee, ist eine Super Disco. Glaubt weil ich nicht. Wurde gerade voll durch die Luft geschleudert. Ja, dann war das die Super Disco Bombe. Du bist nicht gestorben. Aber hast du, Damien, nee, hast du ich hatte dich, Glück. Hast du Dings mit der Crowbar totgeschlagen, Vanori? Ja, das weil ich bin hauptsächlich nach oben geschleudert worden. Danke. Bitte. Das war ich nicht, Feuer aber. Gelegt. Smoke in the Mitte. Ich lösche es mit Smoke Grenade. Das ist sehr effektiv. Oh, der Typ ist schon da. Warte mal, das E geht schon wieder nicht hier, so eine Scheiße. Warte, bei mir geht's. Zack, pow! Das macht eigentlich nur Nebel, oder? Ja, vielleicht, aber dann kann man einfach umbringen. Ein Turm! Hier ist ein Turm! Turm? Was ist ein Turm? Ein Turret, meinst du? Ja. Ja, wo ist ein Turret? Sag doch, dass wir da nicht reinlaufen. Ich weiß nicht, wo er ist, ich habe ihn nur gehört. Er hat gepiept. Okay. Ich pack mich mal auf den Sniperplatz und also guck mal. Also Merp war weit weg, wenn... Woher ist da? Ja, Merp war hier in meiner Nähe. Hier ist der Turm. Wo willst du? Beim Haus oder wo? Ich bin quasi auf der anderen Ecke von Vanori, wo die Bäume stehen.
Also ich habe Dings aus dieser Richtung kommen sehen. Ja, ich habe Murp aus der Richtung kommen sehen. Also Murp vertraue ich schon mal gar nicht. Murp kommt jetzt zu mir. Also stand da so komisch rum. Murp stand die ganze Zeit hier unten. Ja, genau, ich stand da rum. Ich hab den Turm. Ich hab den Turm, sehr gut. Tatsächlich, da stand ein Turm. Weil die Taste. Ja, wo ist denn, dass der aber auch immer so einen Lärm macht. Also ich denke, ich vertraue Murp schon mal gar nicht, weil der kam aus der Richtung gelaufen. Der stand auch hier unten in der Ecke. War doch bei Vanori, verdammte Axt. Ja eben, du bist bei Vanori da durchgelaufen. Von rechts kamst du, das habe ich gesehen. Also ich vertraue den nicht. Also, Murp ist für mich verdächtig. Da ist Murp. Der läuft. Murp war bei mir. Murp war bei mir hier unten in der Nähe. Also der ist nicht aber, der ist da von der Seite gekommen. Ach, da war der Turm. Er hat sich jetzt noch seinen Turm nochmal angeschaut. Angegönnt. Ja, ja, chillt mal hier die Basis. Ja, es war Vanori. Nee, Vanori war schon oben, das kann schon nicht sein. Wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Ich war in der Mitte. Ich war bei der Ocarina, weil ich ja wo Dings gesagt hat, dass da... Ich finde es total lustig, wie er mich total hier beschuldigt, ne? Obwohl ich die ganze Zeit bei Vanori da drüben war. Ja, die ganze Zeit bist von da, von rechts gelaufen gekommen. Das ich gebe zu, dass ich da hinten rumgelaufen bin. Ja, eben. Aber ich habe den Turm nicht gestellt. Für mich bist du einfach der Hauptverdächtige. Habe ich gesagt, dass du bist. Ja, ist in Ordnung. Für, für mich als Noob, den Turm kann man nur bauen, wenn man direkt daneben steht, ja? Den Turm, musst du daneben stehen. Den Turm musst du einfach mit so einer Granate sozusagen werfen. Er verfolgt mich jetzt eigentlich die ganze Zeit. Den Turm kann man werfen? Ja, nicht werfen, aber du musst ihn so aufstellen. Die sind mich jetzt hier voll mobben, ey, aber bitte, mach ruhig. Du läufst zu mir. Ich muss irgendwo hinlaufen, weil die ganze Zeit hier der Damien mir hinterherläuft. Wie so ein Anhängsel. Jo, steht immer noch hier oben auf dem Dach und guckt. Ja, ich weiß, dass du mich beobachtest. Das Geschehen, es ist sehr interessant, wie hier. Ja, ich stehe genau auf der anderen Seite hier auf dem Sniperplatz die ganze Zeit. Wo ist denn Damien? Ja, Damien ist gut. Ja, das ist bei Murp. Und du auch, oder was? Die beiden haben sich lieb. Ich bin bei Murp. Darf ich dich erschießen? Wow, Murp schießt mich an. Murp hat geschossen. Ah! Ich hab's doch gewusst, ey. Ja, siehst du, Murp, da hab ich die überlistet. Ja, super verdächtig von Anfang an. Ja, das... Aber ganz im Ernst, das mit dem Hinterherlaufen finde ich nicht so in Ordnung. Nur weil jetzt alle schreien, der ist es. Aber du warst im Trader-Shop da unten, oder? Aber das muss man. Ich war ganz kurz im Trader-Shop, aber wie gesagt, ich bleib auch so manchmal stehen. Das hat nichts damit zu tun. Ja, gut. Aber nicht so lange, du standst da unten wirklich lange. Nee, du bist gerade eben erst um die Ecke gekommen. Ja, da war ich gerade fertig eigentlich. Das Lustige war, glaube ich, ich war in dem Augenblick schon gar nicht mehr im Trader-Shop, sondern ich war eigentlich am Auswählen. Ja, so egal. Die entsprechende Waffe. Aber Mervs, das mit dem Turret, das... Also, du kamst da wirklich aus der Richtung, deshalb. Ich habe Nee, das Lustige ist eigentlich, Shai, dass ich da schon ganz, ganz lange weg war. Ja, ich kam aus der Richtung, aber ich war schon sehr viel länger weg von der Richtung. Ja, also genau genommen hätte es auch... da sind vorher zwei Leute von euch vorbeigekommen, von denen hätte es auch jeder sein können. Das Problem war... Ist euch schon mal aufgefallen, dass Mörb sich immer am meisten rechtfertigt? Ja. Muss man, wenn man Trader ist. Ihr müsst halt den Trader so wie ich machen. Direkt am Anfang war Nori wegballern. Dann ja, danke! Das wollte ich ja auch! Aber ihr müsst zugeben, es funktioniert. Aber dann kam Damien um die Ecke. Ich habe mir da hinten die AWP gekauft, um dann, Vanori auf dem Hügel wegzusnipern. Naja. Also ich bin auch extra weggelaufen, weil ich so ein bisschen eine Chance lassen wollte. Weil ich positioniere mich irgendwie immer so, dass ich der Erste bin, der stirbt. Keine Ahnung warum. Das heißt bei mir hier... Nee, das war Vanori. Scheiße, gerade vorbeigelaufen. Hier bin ich. Das ist Scheiße. Mach mal an hier, komm. Ja, komm, ich mach den Embot an. Das ja, komm, ich drück E. Ja, pass auf hier, guck mal. Na komm, passiert komm, drückt alle E. Ja, oh, okay, Vanori. Ja. Das hat mich aber das aktiviert. Jetzt. Also es war entweder die Flut oder Vanori oder warum halt... Warum bin ich? Nein! Wow. Ey, was war das? Wieso? Jo! Jemand ist... Oh, shit. Wer war's? Wer ist jetzt? Hallo? Also, ich hab... Ganz kurz Jo gesehen und O'Hare und Fluch und Damien. Hä? Wer war's denn jetzt? Danke, Damien, danke! Sorry, also irgendjemand hat bei mir die RPG in der Hand gehabt und ich dachte, das wäre Flo gewesen. Hä, wer war denn das jetzt? What? Wer war's denn jetzt? Wirklich, wer war's? Ich war's. Ach so. Ey, ich war richtig verwirrt. Plötzlich geht da der Regen an und dann... richtig der Ausraster hier. Und irgendwie hat mich Damien noch angeschossen. Wow.
Ich hab jeden einmal angeschossen, ja, glaube ich, weil ich nicht einfach alle abballern. War aber auch ein schönes Chaos gerade eben. Ja, okay, aber in so einer Situation darf man, glaube ich, auch wirklich jeden anballern, weil da weiß man wirklich nicht, wer es ist. Wobei, wenn ich schlau gewesen wäre, dann hätte ich natürlich, bevor ich da irgendwas kaufe, natürlich das Ding angemacht, ne? Ja, das ist halt auch gut. Zum Kaufen und so kannst du den anmachen. Wie oft kann man das eigentlich anmachen? Einmal. Ich glaube nur einmal. Du kannst alle Traitor-Sachen nur einmal pro Runde. Nee, manche glaube ich auch zweimal. Also, ja, so. Ja, die meisten, aber kannst du eigentlich nur einmal. Weil es halt schon eine einzigartige Zeit. Ich mach Töpfe kaputt. Ich will Rubine. Selber. Alter. Hast du Lucian? Du kriegst gleich so eine Ladung in die Fresse. Ja, guck mal, wer hat von am wenigsten Karma, der es eigentlich verdient hätte? Ich hatte vorhin 1000. Ja, aber stimmt. Da kommt so eine Ruhe. Ja. Dann kommt da so ein Panori um die Ecke. Da warte, geh weg. Wir sind hier zu viele Leute. Der alte Random Killer hier. Ja, okay, aber in der Situation hätte ich glaube auch nichts anderes gemacht. Da ist einfach reingeballert. War das ein Disco? Also ich stehe hier mitten auf dem Platz. Nee, Incendiary. Ah, aha, wir machen okay, da Feuer. Ja, gut. Den haben wir da hinten. Hallo, Panori. Da ist noch, was? Ja, wenn du da reinläufst, ey. Burp wird hier aggressiv. Den besten kennst du nicht, Damien. Hä? Was? Ich hab Yo gehört. Ich hab entweder, auch Yo gehört. Entweder war natürlich wieder entweder, entweder war das so ein Yo, Yo, ich bin tot oder Yo. Yo, ja, ich bin tot. Ja, aber er hat Yo gesagt. Mhm. Er hat Yo gesagt. Banuri, mach den mal. Ja, dann war's Yo, glaube ich. Woher da noch? Shot to death, Shotgun. Ja, okay, wir haben drei Leute, eine Shotgun. Ja, das ja Shotgun ist eine Standardwaffe. Er hat halt. Ich vertraue Yo schon mal nicht. Ich sag's mal so. Ich glaube, Yo ist es also. Passt auf ihn auf. Ich sehe ihn hier. Er ist hinten. Ja, vor allen Dingen schweigt er natürlich. Vor allem er hüpft so durch die Gegend. Ja. So richtig provokativ. So richtig alles, was ich mache, ist im Moment verdächtig. Schon mal aufgefallen. Ja. Das ist halt, wenn man O'Hares umbringt. Ich bringe aber keine O'Hares um. Ich könnte jetzt alle hinter mir herlaufen. Ich lasse ihn seine Was ist eigentlich aus Murp geworden? Ich laufe hier rum. Aha. Der ist nämlich echt verdächtig still. Ich wurde nämlich gerade eben mal wieder von Damien verfolgt. Und ja, auch als Innocent macht das keinen Spaß. Damien verfolgt immer gerne Leute. Ja, er läuft mit der... Was ist das? Die Aug, glaube ich. Steier Aug. Und ja, ich habe die gerade erst aufgenommen. Ich hatte da vorne Schotti. Aber die bringt auf der Map nichts. Doch, der kann richtig snipen. Doch, die Schotti bringt richtig was. Guck mal, wie schnell ich war nur richtig. Ja, das wäre es jetzt gewesen, Junge. Komm, gib's mir, Junge. Gib's mir. Wenn ich jetzt richtig gewesen wäre, hätte ich's gemacht. Ich beobachte gerade eben Yo und, wer war der andere? Und Damien. Kann ich noch die Schrotflinte holen? Wir können ja alle mit Schrotflinte. Oh, hier wird geschossen. Ja. Ach so, Schei. Schei baller da rum wie ein Irrer. Mach das immer. Also jetzt ja automatisch genommen. Keine Ahnung, ich habe irgendeine genommen. Ja, das ist die automatische, glaube ich. Vermeintlich besser. Ah, warum hast du jetzt eine bessere Schrotflinte als meine diese genommen? Diese Musik, ne? Ich würde die ja lieben gerne... Taktik ist das A und O. Ich dachte mich ja wahnsinnig, dass mir hier dauernd hinterhergerannt wird. Ja, so kann der vermeintliche Traitor wenig machen. Der vermeintliche... Der vermeintliche Traitor. Danke, Vanori, dass du mich runterschubst. Was? Habe ich das? Ja. Sorry. Ich hatte übrigens vorhin gehofft, Damien, dass ich dich mit einem Schuss wegnehme, ne? Aber okay, ne. Yo, ist es. Er hat gerade war. Offiziell ist jetzt Yo anscheinend. Ja, und wo war er? Ich keine Ahnung. Er war hier so unten. Okay, du gehst links rum, ich gehe rechts rum, genau. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ich konnte den Namen nicht ganz erkennen. Ja. Da ist er! Bei mir! Ich schieß drauf, aber es bringt nein! Nichts. Gott sei Dank, ey. Kacke. Endlich. Oh, mein Aiming, an dem muss ich echt noch arbeiten. Okay. Also dafür war jetzt die gar nicht so gut. Folgenwechsel. Haha. Da waren ja noch zwei Leute. Abmoderation, schnell! So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, wenn es gefallen hat. Däumchen nach oben. Ja, ne, guckt bei den anderen vorbei und man hört und sieht sich. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.